Leute und herzlich willkommen zu Cooking Simulator. Ja, heute haben wir eine schnelle Kürbissuppe, denn wie immer, ich bin ein bisschen im Stress vor Produktion und pipapo. Und das heißt Kürbissuppe, weil, also schnelle Kürbissuppe sogar, weil ich bin im Stress, ja. Okay, dafür brauchen wir ein halbes Kilo Kürbis. Ne, wir brauchen nur 100 Gramm davon, also ein Fünftel. Also das wird jetzt lustig. Oh, Alter, perfekt. Ah, ne, 1000 Gramm. Ups. Ja, gut, okay, dann nehmen wir einfach noch einen zweiten Kürbis. Okay, dann haben wir 1000 Gramm Kürbis und 120 Gramm Zwiebel. Also eigentlich eine Zwiebel. Perfekt. Alter, was müssen wir jetzt machen? Das muss alles in den Topf. Toll, das hätte mir auch vorher jemand sagen können. Wie will das alles in einen Topf? Warte mal. Ich glaube, wir müssen einen Mixer holen. Ich muss den ja wieder kaufen. Keine Ahnung wieso, aber ich muss den immer kaufen. So, ich habe jetzt da hier den Kürbis auch nochmal ein bisschen zerkleinert. Ja, wow. Okay, ich dachte, das geht vielleicht ein bisschen besser. Ich mixe jetzt erstmal alles, ja. So, Zwiebel plus allerdings, alle Kürbisse. Okay, ist hier ein bisschen übergeschwappt, aber das ist egal. Haben wir jetzt alles drin. Okay, Hühnerbouillon muss noch rein und Salz. 500 Milliliter Hühnerbouillon. Sehen wir es heute? Ja, heute sehen wir es wieder. Boah, Alter, genau 500. Jetzt 20 Gramm Salz. Hey, ich habe sogar getroffen. Sogar ins Körbchen. Ja, frittieren wir das mal. Das wäre alles. Dann 90 Sekunden lang kochen lassen. Machen wir doch das mal. Dann können wir kurz die Sahne vorbereiten und den Teller. So, ich mache ihn jetzt schon aus. Dann können wir den Timer. Oh. Ey. Digga, hör auf. Dann kommen jetzt 150 Milliliter saure Sahne rein. Ja, okay, ein bisschen viel, egal. Oh, lol. Okay, das wäre eigentlich alles gewesen. Jetzt, oh, uiuiui, ich habe ein bisschen gekleckert. Egal, jetzt kommt 300 Milliliter ins Teller. Ein bisschen, boah, okay, jetzt ist ein bisschen viel. Egal. Okay, den Rest, ja, lassen wir hier mal. Okay, das wäre eigentlich alles. Ja, nice. Sieht auf jeden Fall auch richtig orange aus. Sieht richtig geil aus. Okay, ja, wir machen jetzt, ja, schicken das mal runter. 4 Sterne wieder. Unser Ruhm geht wieder nach oben. Ja, ich hoffe übrigens, dass es nicht eine zu kurze Folge ist, weil ich bin zwar in der Rohaufnahme gerade bei 11 Minuten. Das wird wahrscheinlich nur so ein 3-Minuten-Video. Aber egal. Ja, ich meine, heute war auch nicht so Chaos. Eine geile Wurst können wir eigentlich auch noch reinmachen. Ich passe gar nicht rein, alles klar. Ja, heute war auf jeden Fall weniger Chaos. Was macht das Salz? Ja, sieht gut aus. Ich kann es salzen. Bringt aber nichts. Naja, auf jeden Fall war es das mit dieser Folge Cooking Simulator. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann nice. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge Cooking Simulator. Bis zum nächsten Mal, Leute.